Bonjour und moin moin, die Teilzeittouristik ist wieder unterwegs. Heute geht's mal ins Düsselland, der lustige Pop-Up-Freizeitpark, für den wir 2,5 Stunden Zeit haben. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Mal gucken, was heute los ist. Okay, das war die falsche Richtung. Die Rheinbahnschilder ist falsch rum raus, beziehungsweise gar nicht. Ich gehe mal wieder nach dahin zurück, da sollte ich weiterkommen. Ja, das ist auf jeden Fall hier Kemistan Lord Luna, da haben wir schon die ersten Fahrgeschäfte gesehen. Der Geisterbahn, der High Influencer, steht ein Scheibenwischer hinter mir. Aber mein Ziel ist eigentlich das da vorne. Die Altwiener Bahn, da ist die Wilde Maus, da ist nur noch Flum. Das wird spannend. So, nach Jahren mal wieder einen Kirmeslok gefahren. Ey, der hat einen Darkwaldfahrt. Was ist das denn für ein geiles Ding? Eine Rückwärtsfahrt, also auch zwei Turntables. Da ist Technik drin. Und müsste von Reverchon sein. Glaube ich, weil es ist eine Kirmesanlage. Ja, ein Turntable. So, die wunderschöne Alpina Bahn von Oskar Hoch. Ein echter Schwarzkopf-Coaster, damit der zweite Schwarzkopf-Coaster, der auch aus der Schwarzkopf-Werke kommt, den ich gefahren bin. Schachtelsitz und so, ne? Hat hier Premiere mit 9 Zügen. Schöne Züge, tun was sie wollen, halten dich fest. Fährt extrem ruhig, wie über 30 Jahre die Bahn ist. Also, ist jetzt nur ein 5er extra. Sonst, boah, der Lufthansa-Luftung kostet glaube ich 8, sonst kostet vielleicht 7. Also ein 5er kann man hierfür gerne zahlen. Ist ja echt gut lange unterwegs. Bloß es ist halt kein Schwein hier wegen Corona-Auflagen. Also ja, es sind Menschen hier, aber Züge fotografieren, wird heute wieder schwer. Oh Leute, wie heißt die Stadt? Flugdeck. Was? Ein krankes Ding. Drehen um jegliche Achse. Erstleiten, wo sind die Gondeln? Da sind die Gondeln. Erst bleiben die Feste. Dreht sich ein bisschen im Kreis, ein bisschen Modellgedrücke oben. Wunderbare Hangtime. Und dann lassen die Gondeln los. Dann übersteigt sich da nochmal. Ah, heilige Scheiße. Ich glaube, ich habe einen neuen Kirmes-Favorite. Das, wow. Krasse Scheiße. So, geht dann mal direkt weiter zur Wilden Maus. Von Schlag mich tot. Ich kenne mich auch mit Kirmes null aus. Ich kenne ein bisschen Großes und das war's. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Maurermaus ist oder eine Mackmaus. Ich hoffe auf eine Mackmaus, weil die fand ich besser. Na gut, nehmen wir den nächsten Count mit. Damit bin ich dann bei 87 Achterbahn. Wunderbar. Puh, so, das war die Wilde Maus. Da alle Maurer-Dinger, die ich gefahren bin, ein Lederbremse, Totbremse, wird das wohl Max sein. Ja, ist halt eine Wilde Maus, ne? Für den Count reicht's. Was wir hier sonst noch an Flatweizen haben. Ich weiß nicht, hier noch ein Propeller. Hier steht ein Oktopus, steht hier. Ihr werdet das gleich sehen, das fahre ich auch noch. Also sonst, ja, dann geht jetzt sehr schnell Geld los. Also das ist halt eine Kirmes, ne? Dann geht es immer schnell Geld los. Oh, mein Oberschenkel bei der nächsten Kirmesschleuderung gerade sehr eingedrückt. Der Kaiter, immer so ein KMG-Schleuder-Ding, ne? Apollo 13 in klein, ich mag Apollo 13 mehr. Das Ding fährt zwar, glaube ich, 125 km/h, wenn ich das da gesehen habe. Ja, 4G, 125 km/h. Oh, ne? Kann man machen. Apollo 13 ist besser. Absolut. So, ja, Oberschenkel kommt gerade wieder Blut rein. Der hat ein bisschen sehr gestapelt. Das haben wir hier im Musikexpress. Das lassen wir heute. Da haben wir den Autoscoot. Das lassen wir auch. Da ist die Wilde Maus. Ja, ne, ist halt die Wilde Maus. Jetzt geht's nochmal zum Octopussy. Heißt das Ding Octopussy? Ja, das heißt Octopussy, ne?
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Kirmes. So, und dann fahre ich noch bei diesem Skyfly da hinten und dann würde ich doch, glaube ich, gehen. Vielleicht mache ich nochmal die Alpina, aber ich weiß es nicht. So, Octopussy, ja, ist ganz gut. Schönes Ding von Gerstlau, allerdings gefällt mir die Gerstlau-Anlage im Lieseberg unter dem Namen Box besser. Ein bisschen härter, ein bisschen drehen, ein bisschen wenig drehen. Aber schönes Ding, das muss man schon sagen. Alpina-Bahn hingelegt und ich habe eine dritte Runde geschenkt bekommen. Ich glaube, es war sogar Herr Buch persönlich. Also er hat da auf seinem Zettelchen Parkleiter draufstehen. Weil ich weiß, macht der Herr Buch das ja. Also danke dafür, danke für die freie Fahrt. Eine gute Achterbahn. Was ich auch so sagen würde. Ne, in der ersten Reihe, ich weiß, in der ersten Reihe gerade bei der ersten Fahrt. Der Airtime-Hill hat tatsächlich Airtime. Ein bisschen Floater, ein bisschen Injector drin, so. Ah! Also, super Anlage. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, für das sie über 30 Jahre alt ist, die kehrt sich butterweich. Die kehrt sich besser als so manche Parkanlagen. Genau, Parkanlagen. Also manche Achterbahn, die seit 5 Jahren im Park steht. Also, super. So, dahinter ist mit meinen Haaren im Weg. Und dahinter ist das Düsselland. Ich habe jetzt alles durch. Die Zeit ist auch schon wieder fast vorbei. Also es war ein spaßiger Tag hier. Ja, es ist ja so, oh, nur 200 Stunden, da kriegt man ja gar nichts zu schaffen. Aber alles, was ich fahren wollte, bin ich gefahren, sogar noch ein bisschen mehr. Es ist sogar auch ein Hygienekonzept, was mich überzeugt. Es ist ein bisschen wie im Toverland. Wir sind alle selber dafür zuständig, unsere Flossen zu essen. Aber dafür steht an jedem Eingang, jedem Ausgang mindestens 2 Spender. Also das ist super. Ja, wir zahlen hier immer noch extra Eintritt dafür, aber die müssen halt die ganzen Maßnahmen bezahlen, die müssen hier die Zäune aufstellen. Was ja auch nicht mal eben so als Schauspieler mit den Eintritt liegen, würde ich sagen. Oh, also ja, ne? Ich würde mal sagen, das war's. Und mal gucken, wo wir das nächste Mal sind. Tschüss!